Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo Landwirtschaft, Trauben und Oliven wachsen. Wir waren 9 Kinder, oder? Ich war der Letzte. So Ende Juli, Anfang August 1969 kam mein Bruder in die Ferien. Er war hier in der Schweiz, seit 5-6 Jahren. Und er hat bei dem Späti geschafft, halt diese. Und nachher ist er mit einem schönen 124 Fiat gekommen, oder? Nach Italien. Mir hat es eigentlich nie ein gross interessiert, ein schönes Auto. Oder, es ist mehr die Gedanken, ja, raus und etwas anderes probieren. Die kommen mit, habe ich gesagt. Dann bin ich mit ihm zurückgekommen, mit dem Auto. Weil eigentlich habe ich gespürt, dass der Dunger die Arbeit für mich keine Zukunft war.